Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde des Destiny Exit Projekts. So, immer noch alleine. Und das wird auch, glaube ich, immer so bleiben. Oder immer vorerst. So, ich weiß nicht, was es ist. Es ist auf jeden Fall ein Monster hier unten drunter, was mir auf relativ ziemlich auf den Keks geht. Das kann ich schon mal feststellen. So, ich dussel, wie ich mich kenne, habe den Bugswitch so weit von total verhunzt. Läuft nämlich etwas anders. Ich habe das nämlich nachgeguckt bei meinen eigenen Tutorials. Also wenn ihr nachgucken wollt, könnt ihr das gerne machen. Das läuft etwas anders. So, und zwar kommt der hier hin. Jetzt kommt die Fackel nicht dahin. Das kommt auch nicht hin. Plupp. Hier kommt das hin. Das. So, der schiebt jetzt den dahin. Jetzt muss ich ihn nur noch so machen. Das kann ich da eigentlich, könnte ich da hin machen, muss ich aber nicht. Es geht nur der Rest so. Und hier fehlt eine Fackel. Jetzt irgendwas falsch gemacht. Achso, es fehlt jetzt der Wassereimer. So, jetzt ist der Bugswitch fertig. Müssen wir noch so machen. Was wir nun machen müssen. Ich weiß nicht, wo ist das Ding? Das kann ein Harbinger sein. Also irgendwas ist auf meinem Ohr. Ich weiß nicht, ob man das auch in den Aufnahmen hört. Habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Es ist ein ziemlich penetranter Ton. So, jetzt hier müssen wir Knochenmehl verwandeln. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Jetzt können wir noch einmal so machen, hier, was wir so haben. Zwei, drei, so. Nur mal schön gleichmäßig verteilen. Jetzt hole ich mal einen Block, irgendwie weiß ich nicht was. Obwohl, wir können auch eine Fackel hier hinsetzen, oder? Wir können... Warte mal, komm, wir machen das mal jetzt ganz edel hier. Ganz edel heute, so. Das Ding hier so auskleiden. So. Dann machen wir das so hin. Und setzen einfach hier eine Fackel hin. Oder können sie auch hier links und rechts hinsetzen. Was wir jetzt nur noch machen müssen. Kartoffeln rausnehmen. Oh, der hat natürlich Hunger, der Kollege hier. Und jetzt einfach nur noch hinstellen. Und sozusagen laufen lassen alles. Bis wir halt kein Knochen mehr haben. Das ist jetzt... Je nachdem, wenn wir einen Spawner haben oder sowas, dann haben wir das auf jeden Fall mal genug davon. Aber sonst können wir das ruhig so lassen. So, jetzt laden wir ein bisschen unsere Kartoffeln auf. Wenn wir hier weggehen. Was haben wir jetzt? Guck mal, jetzt haben wir noch eine vergiftete Porsche-Kartoffel. Aber so im Grunde brauchen wir eigentlich nur noch so machen. Und haben genug Essen. Dann gucken wir mal immer hier rein. Ja, ist auf jeden Fall doch genug drin, ne? Wenn wir dann mal sagen, hier willkommen, wir stehen mal ein, zwei Minuten hier, machen ein bisschen. Und das machen wir dann wirklich jede Folge. Dann häuft sich das auf jeden Fall an. Mit den ganzen Kartoffeln. Und die können wir halt alle in den Ofen reinschmeißen. So, ich brauche jetzt den ganzen Sandstone. Sandstone? Sand. Obwohl, Sand haben wir hier. Dann hätten wir da... Boah. Ich muss auf jeden Fall, wie gesagt, schauen, was das ist, was hier mich so nervt. Nashorn ist es, ich weiß es. Lalalala. So. Sandstone. Das haben wir alles. Warte mal, hier ist jetzt kein Sandstone. Ey, die gehen mir auf den Sack hier. Gut, in der Wüste ist das normal, dass sie hier sind, aber so gehen mir die wirklich auf den Zwerchfell, die Dinger. Meine Güte, soll ich dir mal was anderes? Ah, ich hab gedacht, ich habe schon wieder keinen, aber ich habe ja noch ein bisschen Sand da. So, das weg, das dahin und das dahin und dies hier so irgendwie.
dass sich das so machen lassen lässt, bestimmt irgendwie. Ey, Nashorn, geh doch einfach mal weg. Meine Güte. Komm her, du auch noch. Ja, komm, du auch noch, komm. Also hier ist auch noch eine Linie. Wir müssen auch noch weitergehen. Das können wir ja dann nicht so lassen hier. Bam, 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 bam. Wenn er doch schon hier was ist, dann können wir es auch benutzen hier. Nein! Komm schon. Ein bisschen nervig ist es. Komm, wir gehen mal gucken, wie ab hinten. Ja, da ist noch Stein. Selbst muss ich noch. Einen noch. Das ist aber eigentlich okay so. So. Abklappbustern, zweimal Glas rein. Das machen wir jetzt hier überall. Weil das war eigentlich auch noch mein Vorhaben. Wow. Komm, schön da bleiben. Dass man hier so hingeht und dann halt hier lang läuft, obwohl ich hätte einen höher gehen sollen. Und halt hier im Grunde dann. Oder man macht es ganz anders. Nimmt man einfach hier eine Treppe und geht dann halt im gleichen Schnitt hier mit lang. Das würde ja auch nicht ausmachen. Gut, die sind jetzt hier. Die würde man jetzt. Haha, provoziert ein bisschen, aber. Brauche ich ja nicht. Bam, 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 bam. So, warte mal, hier ist doch. Da ist genau, da ist noch Kante. Und den Rest hier kann ich doch auch so. Ach, das geht ja auch noch ein weiter. Ach, du ahnst es nicht. Das geht ja auch noch hier ein weiter. Darf ich ja hier nochmal ran? Ach Mann. Das wollte ich doch gar nicht. Ganz gemütlich einfach hier das schon fertig haben mit dem ganzen Umriss. Naja, machen wir das eben schnell, dass es jetzt richtig ist. Obwohl das hätte bleiben können. Auch wieder nicht, weil ich wieder so blöd bin dafür. Das auch nicht. Aber das ist jetzt hoffentlich jetzt gleich richtig. Ich mich kenne aber auch wieder nicht. Nein, Stein. Der Weisen. So, Glas habe ich aber definitiv nicht genug. Obwohl ich da unten das Glas auch wegmachen könnte. Eigentlich rein pro forma, ja. Das ist dit. Das heißt, das würde schon mal so auch ausfallen. Dann müsste das alles weg hier. Minimum, oder sehe ich das jetzt falsch? Ne, hier sind die beiden Reihen. Muss ich dann drei machen? Ey, wie weit muss ich denn gehen? Ach, hier vorne ist das doch schon. Warum sagt mir das denn keiner? Das ist doch schon da. Da kommt hier Sandstone und dann kommt hier auch wieder Glas hin. Nein, ihr bleibt schön alle da. Seid alle schön brav zu mir. Und ich spawn auch gleich hier bei mir in der Nähe, ey. Nein, schön da bleiben. Das kommt alles weg hier. Hier nehme ich eine schöne Mauer rein. Hier kommt noch eine schöne Mauer rein. Ein Glas habe ich jetzt gerade noch keins.
Da warte ich eigentlich momentan drauf, dass ich das Glas bekomme. Ja, dann kann man hier eigentlich so schön runtergehen, habe ich mir so fast vorgestellt. Ja gut, hier nicht. Hier kommt eine Mauer rein. Wobei, hier könnten wir zum Minimum sagen, dass hier dieser Stone entkommt. Den hier. Machen wir da drüben auch, komm. Drüben machen wir auch die Reihe zu. Hier kommen, wie gesagt, ein paar Treppen runter und dann ist gut. Nochmal so. Sand habe ich noch enorm Mass. Finde ich sowieso genug, oder? So, Mikro ein bisschen höher. War natürlich wieder zu laut. Nicht darunter fallen. So, wie viel ist momentan hier los? Hier ist jetzt nur dieser Stein drin, ne? Wie weit ist denn Sand? Wir stacheln den mal eben an, dass er Sand machen soll. Und dass ich nur in kleinen Maßen, wirklich mal 2,6 oder sowas. Schau mal gerade, was habe ich denn hier noch so alles drin? Sand, 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 Sand. Sandstone. Oh, die, warte mal, die Monster, die können wir doch jetzt da unten locken, mal für einen Moment. Tschüss, Armadillos. Hey, gib mir ruhig runter. Kommt mal her. Boah, guck mal, wie viele da drin sind. Müssen alle da auf jeden Fall drin ausschalten. Das ist ja nicht mehr normal. Und die Armadillos sind auch nicht normal hier. Jetzt haben wir uns draus. Ah, den muss ich... Na, dann geht er mir nämlich auf den Sack. Jetzt kommen die nächsten angeschissen. Hey, Mr. Rino, komm auf meine Party. Ohne Witz, soll ich das überleben da? Komm her. Oh. Oh nein, 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 nein. Jungs, ihr seid ja gar nicht nett zu mir. Seid ihr auch nicht so viele, ne? Sehe ich gerade. Oh. Soll ich mal sagen, das war ja gar nichts. Das ging doch jetzt gerade mal so. Also, irgendwie habe ich mir das jetzt gerade schwieriger vorgestellt. Nein! Jetzt komme ich hier nicht hoch. So, das wollte ich nämlich alles hier... spawnt doch nicht immer hier drinne. Hallo? Deswegen kommen die Mauern nämlich auch wieder weg. Die ganzen hier. Die werden später alle unten gemütlich spawnen hier. Na, jetzt bricht auch noch die Nacht rein. So. Und das soll dann alles verschwinden hier. Nach und nach. Und dann ist alles okay. Ich kann schon mal hier mit anfangen. Dann kommen nämlich die Mauern nämlich auch alle weg hier. Die sollen aber, wie gesagt, erstmal zum Schutz stehen. Das ist halt so ein Affenmist hier, wie gerade nicht passiert. Deswegen auch erst das Glas. Wie gesagt, oh, meine Güte, spawnt da woanders. Ich bin nur allein auf dem Server, ich kann noch schlafen gehen. Und das soll, wie gesagt, dann so passieren, dass alles da unten spawnt, runterfällt, Ruhe ist. Den Mittelraum, gut, den hatte ich damals eigentlich geplant, dass ich da durchgehe, aber ist man dann auch dann irgendwann der Plan zunichte gegangen. Irgendwann passt der Plan noch nicht mehr, wie man den gern haben möchte. Wie weit muss ich denn nach hinten gehen? Noch zwei nach hinten? Nee. Hier ist empty, wenn ich das mache. Was hier spawnt, spawnt. Da, hier muss ich aufpassen. Hier habe ich das Glas ja schon weggenommen. So, wenn hier hinter was spawnt, ist Pech. Hier kommt noch eine Fackel hin, die bleibt doch da. Vorerst. Ach, ich bin noch Dose, das wollte ich doch da lassen. Nein, so wollte ich es auch nicht. Ach, komm.
komm, verärgere mich doch jetzt nicht hier. Du solltest hier nicht hin und du ja auch nicht. Fertig. So, jetzt kommen nach und nach gleich die ganzen Blazes hier rein. Ich das ja, wie gesagt, jetzt alles umreiße. Ich hab gleich keinen Platz mehr. Ist schon fast klar. Oh, da fehlt ein Stein. Komm schon, so. Nappa. Obwohl ich das ab hier irgendwie trennen könnte, so eigentlich allgemein. Hier machen wir noch so einen runter. Das gleiche gilt jetzt hier irgendwo da. War natürlich falsch rum, wie ich mich kenne. Spinnen geht ja noch, die kann man ja so schnell besiegen. Bases, Alter, die gehen einen wirklich auf den Sack. Aber sie sind guter Treibstoff. Soll man dazu sagen. Die kann man super gut verarbeiten. Hoppa. So, Glas, 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 Glas. Das haben wir schon. Ja, dann machen wir jetzt hier nach und nach das hier weg. Lalalalalalala. Düdüdüd. So, ohne Nahrung geht hier nichts und die Folge ist auch schon wieder überzogen. Habe ich ja wieder nicht dran gedacht. Naja, ist egal. Halt eine halbe Stunde, gibt's wieder 15 Minuten, eine halbe Stunde, 15 Minuten. Na, ist auch blöd, ein bisschen blöd. Ich denke auch immer nur halb zu dran. Na komm, machen wir jetzt eine halbe Stunde, ist jetzt auch nicht so das Tragische. Gibt's halt mal wieder nur eine Folge am Tag. Weil ich sie da voll versemmelt habe. So, jetzt muss ich mir gleich alles in Acht nehmen. Deswegen. Also was jetzt alles runterfällt, muss ich definitiv nachher später unten aufheben. Glas habe ich ja noch Platz dazu, aber der Rest soll ja dann passend laufen. Dann können die nämlich auch nur nachts wohnen und nicht morgens. Nein, du bleibst da hinten lieb. Es war fast schon klar, dass der nicht lieb bleibt. Meine Güte, lass mich doch mal einen Moment in Frieden. Na komm, so einmal noch. Hepsa. So, wie komme ich jetzt am Schlossen hier gleich so hin? Vielleicht nochmal ein Wegmachen hier oder sowas. Ich weiß es nicht. Hängen ja auch noch Fackeln dran, das ist natürlich auch blöd für die Dinger, ne? Nein. Du gehst nämlich da runter jetzt baden. Ich nicht. Nur du. Nein, warum ist der jetzt so weit unten? So. Da komme ich jetzt auch noch die Fackel weg. Wenn ich da dran komme, da komme ich dran. Ist ja kein Problem, den kann einfach runterfallen und gut ist. Macht mir jetzt gerade wenig aus. Ach, okay, bin ich ein Dussel. Sollte das mal lieber so machen. Einen nach dem anderen Block entfernen. So, der kann aufhören. Jetzt geht's mal eben schnell an die Sache hier.
das auch weg. Nein, ich wollte doch nicht hier runterfallen. Geilomatico. Weil es war nämlich da hinten angesagt, zwei abzubauen, nicht hier vorne. Bam, bam. 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 Zwei abbauen. Immer abbauen, ganz in Ruhe. Sind da irgendwann sowieso mit fertig. Also noch so alle Strauße hier, die ein bisschen Ärger haben wollen. Ey, warum geht ihr nicht einfach mal da unten ins Loch rein? Mal. Guck mal, wie einfach ist das denn, wenn ich euch hier runterschubse? Gehst du nur mit dem drauf? Ist doch eigentlich sinnvoller. Bum, 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 bum. Nun, den nur noch und den Rest kloppen wir jetzt schon mal ab. Wir haben gleich Haufen Blöcke da unten drin liegen, aber das ist ja eigentlich relativ egal. Strauß, möchtest du auch noch mit runter? Dann guck mal, geh doch einfach damit runter. Bam, bam, bam. Bam, bam, warte mal. Wie Strauß hier einfach nur sind. Und so viel Unrat und Mist ist hier drin. Essen, Placewood sind wieder ein paar da. Warte mal, da können wir wieder ein paar mitnehmen. Weil wir hier kommen. 16 Stück. Die gönne ich dem da vorne auch mal noch. Was denn noch? Ah, du hast noch ein paar. Glasprinter gerade als letztes durch. Alles klar, dann machen wir nämlich in der nächsten Folge die Schmiede eigentlich. Ja, könnte man eigentlich machen, die Schmiede. Jetzt gehen wir eben gucken und ein bisschen lernen. Ein paar Blaze Powders klatschen oder sowas. Oh, Armadillos, ne? Ich lieb's auch wie Fußpilz. Und noch so eine super Blaze. Komm her. Na komm her. Ja, Blazes sind nervig in dem Sinne. Aber sie gehen auch mit drauf. Emo-Fleisch, Herzen ohne Ende. Blaze. Ich höre ihn hier irgendwo links. Ey, es ist nicht wahr, oder? Hier ist ein verdammter Spawner. Hier ist ein verdammter Spawner. Wer ist das denn? Jetzt finde ich auch noch einen blöden Spawner hier. Oh, keine gute Idee, Zombies. Der eine hat Wither gehabt und Quicksand. Kriege ich noch so gerade hin. Und das ist ein unendlicher Spawner. Das andere können limitiert und sowas zu sein, aber die sind unendlich. Jasper Block, Protection. Ja. Schon mal hier unten die Zombies abgehalten. Das ist doch geil. Tut doch mal in die Truhe. Das, dem Crystal Bow, ja. Nimm erstmal mit. Das ist schon mal eine geile Nachricht. Hier haben wir noch einen Zombie-Spawner zur Not. Den könnte man mit dem kombinieren. Dann würden die mit Wasserstrom einfach hier hinfließen und fertig. Mal schauen. Krieg ich bestimmt auch einen. Oder ich verbinde die einfach beide und bleib hier unten stehen. Muss ich mal schauen. So, hallo. Amadillos. Tot, 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 tot. Ja. Das läuft auf jeden Fall. Aber das Geräusch ist immer noch hier, aber das ist schon mal unten in Spawner. Hat sich schon mal wert, den zu suchen. Das ist geil, das ist geil. Was nicht geil sind, die ganzen Tiere hier. Ey, sorry, aber das ist irgendwann nur noch Tiermassaker hier. Es wird, nimmt ja bald die Überhand alles. Das kann hier rein, das kann rein, das kann rein. Ja, und dann müllen sich auch meine ganzen Truhen hier voll. Das ist ja noch schlimmer und gefährlicher. Sieht man ja immer hier, was hier so rauskommt. Hier ein paar Erze noch, da können auch die Pistons noch rein. Äxte ohne Ende.
Eine Axt mit Silk-Touch, wer braucht sowas? Ich brauche das nicht, ich brauche nur eine einfache Axt und fertig. Die brauche ich nicht mehr, die Hoe kann erstmal weg, der Rucksack, der kommt hier hin. Da reicht mir aber der große. Gut. Ja, sammel mit alles mal ein, bitte. Meine Güte. Müsste irgendwo noch Platz haben, genau. Ja, machen wir jetzt gleich beim nächsten Mal die Schmiede hin. Und dann wird das Gebäude drum gebaut, weil danach kommt nur noch Nahrung. Jetzt kommen die ganzen... Ja, jetzt, genau, jetzt soll, so soll das sein. Also können jetzt auch die Spinnen spawnen, da kommt jetzt alles runter. Und wir können halt mal eben noch... Ja, kommen ein paar vier Minuten, kommen die, machen wir jetzt noch am Spawn hier ein bisschen was. Per Erfahrungspunkte sammeln. Na, das haben wir jetzt schon wieder eingesammelt, nur Unfug. Die Fackel, die könnten wir eigentlich noch wegmachen. Ich glaube, die schütt auch noch ein bisschen vom Spawn her. Aber hier können wir schön jetzt dann. Einfach mal ein bisschen rumprügeln. Das schmeißen wir hier mal rein. Immer wenn wir unten sind, machen wir am besten den Coin aus, würde ich sagen. Oder wenn wir hochgehen hier. So, Pisten wieder umschalten. Ich glaube, wir sollten mal die Fackel auch wegmachen, die da jetzt ist. Die da, ich glaube, die stört noch etwas. Oder die nächsten, ja, die nächsten kommen. Dann wird der Raum auch nur ganz minimal ausbeleuchtet. Das heißt, dass halt nichts in dem Raum nochmal weiter spawnen, sondern wirklich so allgemein so ist. Oder halt eine Freifläche, wie hier ist. Das hätte auch noch was. Wo ist denn die Fackel? Hier. 1, 2. Dann müsste die ja da sein. Wo? Da ist er doch. Na, jetzt habe ich noch einen Sensor eingesammelt. Na, kommt ein Stone hier rein. Jetzt kann ja eigentlich alles spawnen. Die müssten eigentlich immer, wenn dann... Ja, müssten eigentlich so ein Pisten immerhin, der so mit einer Glocke verbunden ist, dass sie zumindest da immer runtergeboxt werden. Da, da und da. Genug spawnt ja da unten. Das ist ja... Eigentlich, wenn wir hier gerade sind, da kann man immer so ab und zu mal runtergehen, runterlaufen. Ein paar Zombies und so was schnetzeln, Erfahrungspunkte sammeln. Ist ja gar nicht einfach... Einfach nur aus Jux und Dollerei. Außerdem haben wir es gefunden und hängt dann halt mit dem Haus dran. So, dann wollen wir nur so machen. Aber den wollte ich nicht einschalten. Hallo. Na komm schon. Nein, du bist lieb. So, und der Rest kommt einfach hier rein. Und ich weiß gar nicht, wie man, was man mit den Herzen machen kann. Wow. Toll, Merz, das kommt auch nicht, oder? Ne. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Einfach nur Jux-Dollerei sammeln. Scheint so zu sein. Gut, und das wär's eigentlich schon, ne? Aber wie gesagt, die nächste Runde machen wir dann die Schmiede. Ja, was würde ich sagen? Ich stelle mich jetzt mal hier hin, lasse sie alles spawnen und würde sagen, locken uns aus und sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.